Schönen Donnerstag, Mittag euch allen zusammen. Das gilt natürlich auch für unsere Zuseher zu Hause bei VfR TV zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borstmünster. Begrüßen wir euch ganz herzlich, wie immer natürlich auch unseren Chefcoach Peter Vollmann. Peter, Preußen-Münster, die nächste Aufgabe, 41 Punkte. Platz 7 so in den letzten Wochen ein bisschen mit Abwärtstendenz, was den Aufstiegskampf angeht. Wie beurteilst du den kommenden Gegner? Ja, ich beurteile ihn so, dass, was der Kollege gesagt hat, dass es irgendwo für sie ein wichtiges Spiel ist, vielleicht auch die letzte Chance. Ich habe es so irgendwo heute in der Zeitung auch gelesen. Und ich glaube, das hat er schon so richtig rübergebracht und erkannt. Und insofern wird die Aufgabe nicht daraus bestehen, die schlechte Tendenz zu bewerten, sondern was sie in dem Spiel vorhaben. Und da glaube ich, dass sie nochmal alles in die Waagschale werfen, um mit einem guten Ergebnis rauszukommen, um vielleicht die Möglichkeit, dass weiter nach oben kommt, zu nutzen. 0-0 im Hinspiel, die Partie war, ja, sagen wir es mal so, ein bisschen speziell. Drei Platzverweise erlebt man auch nicht alle Tage. Welche Erinnerungen hast du an das Spiel? Ja, wie gesagt, viele Spiele sind speziell und insofern war unterm Strich, dass wir in einer Unterzahlsituation uns dann das Spiel oder durch das Spiel gekämpft haben, mit einer Maus verteidigt haben und hinterher alle froh waren, dass wir dann diesen Punkt so in Unterzahl hier noch in Aalen haben konnten. Und insofern ist das eine Situation, die wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so vorkommen. Wie ist die Mannschaft durch die Trainingswoche gekommen und gibt es Ausfälle für Samstag? Im Großen und Ganzen sind wir gut durch die Woche gekommen. Maximilian Welsmann hat noch immer so ein bisschen an seinem Knöchel zu laborieren, hat auch heute im Training ausgesetzt, aber ich denke, es wird kein Problem sein. Wer mit Sicherheit nicht spielen kann, ist Nico Zahner, der ist nach wie vor noch in Reha, und dann natürlich Thorsten Schulz mit der gelben, zehnten gelben Karte, kann natürlich auch nicht dabei sein, aber ansonsten haben wir im Großen und Ganzen alle Spieler zur Verfügung. Das heißt, auch Dennis Cesar ist wieder mit im Aufgebot? Ja, der Dennis wird wieder mit im Aufgebot sein, hat also jetzt über zwei Wochen Training hinter sich und macht auch so einen ganz guten Eindruck. Und wir wollen ihn ja auch wieder an die Mannschaft ranführen, und insoweit wird er mit Sicherheit dann auch mit nach Münster fahren. Danke für diese einführenden Worte. Ich denke, es gibt die ein oder andere Frage. Ja, das Wort, bitteschön. Fabian Wenig kommt für Thorsten Schulz in die Mannschaft, kann man das sagen? Das kann man nicht sagen. Also ich glaube, dass deswegen ist ja so, der Dennis ist jetzt aus seiner Position wieder eine Alternative da. Deswegen wird es so sein, dass Männig oder Dennis von Beginn an spielen werden. Und insofern bin ich jetzt so der, das ist Stand der Dinge. Wir haben noch einmal Training und automatisch passiert es nicht, sondern die Überlegung ist schon auch da, auf den Dennis von Anfang an spielen zu lassen. 0-0 gegen Dresden ist ja generell ein gutes Ergebnis. Gibt es sonst Gründe, die Mannschaft zu wechseln, also mal einen passenden Wechsel vorzunehmen? Ich glaube, dass man sich immer Gedanken machen muss, dass man welche Möglichkeiten einem der Gegner bietet. Und insofern ist immer eine Situation, ob der Morris oder letztendlich der Wehkamp spielt. Das ist für mich immer eine Diskussion, dass man das hat. Das muss man einfach diskutieren und überlegen, was die beste Variante ist, weil der Gerrit hat zuletzt gute Spiele gemacht, hat immer über 90 Minuten gespielt, hat sehr gut für die Mannschaft gearbeitet, und insofern ist das für mich immer eine Alternative. Es ist nicht so immer, dass man sagt, der Morris ist schnell und damit spielt er automatisch, sondern wir müssen auch ein paar Besitzzeit haben, und da ist es so, dass der Gerrit uns dabei auf jeden Fall helfen kann. Das ist so, und dann haben wir eben zu überlegen, wie es auf der linken Außenverteidigerposition aussieht. Aber diese Dinge, die müssen wir einfach immer mit überlegen, um dann auch zu sagen können, wie kann man eventuell wechseln, welche Möglichkeiten haben wir vom Plan her, mehr auf Ball halten, mehr auf Konter spielen, und wir wissen ja auch, dass nur Konter nicht reicht. Deswegen ist der Gerrit da immer auch eine Alternative, darüber nachzudenken, dass man das auch mal so rummacht. Sie haben vor wenigen Wochen mal gesagt, dass regelmäßige Systemwechsel nicht unbedingt das sind, was Sie wollen. Jetzt haben Sie aber doch relativ oft die Systeme gewechselt. Ist das eine Stärke des VfR inzwischen, dass man dort sehr flexibel ist?
Stärke weiß ich nicht. Also es ist, ich versuche einfach immer das, was wir an Spielern zur Verfügung zu haben, so aufzustellen, dass wir in beiden Richtungen das Beste davon rausziehen können. Das heißt, dass wir defensiv stabil stehen, und die letzten Wochen haben ja gezeigt, dass dieses stabile Stehen sehr wertvoll ist für die Mannschaft und dass man auch gute Ergebnisse erzielt. Zum anderen geht es natürlich auch darum, wo die Situation am besten ist, wo man den Gegner auch dann möglicherweise durch mögliche Freiräume dann auch wieder nach vorne attackieren können. Und insofern ist beides immer so. Und ich glaube, dass die Überlegung A in beiden Richtungen, und das muss man machen, wie spielt man defensiv und wie kommt man offensiv klar, wo sind Räume, wo der Gegner dann vielleicht mit der Deckungsarbeit nicht so klarkommen kann. Und insofern ist das immer das, was wir machen. Aber im Grunde genommen, eins bleibt immer, die Viererkette bleibt immer, ja, vorne sind wir so ein bisschen flexibel, und im Mittelfeld ist es eben auch so, dass wir jetzt mit dieser Dreierkette ganz gute Erfahrungen gemacht haben, und die Spieler können sich damit identifizieren. So im Großen und Ganzen ist es immer dann auch die Frage, spielt Drexler zentral oder platzieren wir eben ihn mehr außen und so. Das sind immer so kleine Fragen, die aber jetzt für die Spieler keine, glaube ich, keine große Bedeutung haben, und ob wir da variabler spielen. Ich glaube, da macht man sich in vielen Dingen auch mal vor, ob der Drexler jetzt 10 Meter weiter rechts oder links spielt oder 10 Meter weiter vorne. Ich glaube nicht, dass kriegsentscheidend ist. Sie haben gesagt, letzte Chance von Münster, nochmal im Aufstiegskampf einzugreifen. Ist es ein ähnliches Spiel wie hier, dass man mit Mann und Maus verteidigen wird, oder rechnen Sie mit einem anderen Spielverlauf? Von unserer Seite jetzt? Ja, also naja, ich denke, wir haben das ja auch gegen Dresden gesagt. In Dresden haben wir gesagt, wir müssen sehr kompakt stehen, müssen die Außenverteidiger zuschieben, und in Münster, die haben auch gute Außenverteidiger, müssen wir sicherlich auch machen. Wobei man eben auch sagen muss, dass Dynamo Dresden eben auch 20 Punkte nicht umsonst mehr hat, ist eine qualitativ gute Mannschaft. Und in Münster ist es so, dass die Mannschaft auch qualitativ gut ist, aber eben halt auch letztendlich unterm Strich nicht so gut wie Dresden. Ich glaube, da tue ich keinem weh, wenn ich das einfach so sage. Aber trotzdem glaube ich, Münster ist besonders heimstark, sind, glaube ich, auch ihre letzte Chance auch scharf, die mitzunehmen. Und insofern ist es auswärts immer so, dass man auswärts immer etwas mehr verteidigen muss, als das als vielleicht zu Hause der Fall ist. Wenn man die Gegner, und letztendlich kommt es ja auch darauf, dass man gegen Dynamo Dresden immer mehr verteidigen muss, als das vielleicht gegen andere Clubs der Fall ist, ist so. Und Münster, ja, da wird es einfach drauf ankommen. Jeder, der nach Münster fährt, muss einfach zweikampfstark sein. Und wenn wir zweikampfstark sind, dann sind wir auch automatisch in der Lage, nach vorne gut zu spielen, und darauf wird es ankommen. Man wird nie da so arbeiten können, dass man ohne eigene Spielanteile kommt. Also wir müssen eigene Spielanteile haben, die müssen wir auch in Münster haben. Und insofern werden wir das sicherlich nicht mit Mann und Maus verteidigen. Wenn es gefragt ist, ja. Und es ist ja auch immer so, dass man, ja, wenn der Gegner den Ball hat, dann müssen wir uns nach ihm richten. Das ist einfach so. Da werden wir nicht drum herum kommen, da können wir nicht ignorieren. Und da muss das eben jeder gefragt, defensiv zu arbeiten. Und wenn wir den Ball haben, und das müssen wir versuchen, möglichst lange hinzukriegen, um dann auch mit Raumgewinn auch vors Tor zu kommen. Und das sind die zwei Varianten, die wir versuchen müssen, optimal dann unterm Strich auch zu nutzen. Deswegen glaube ich, dass verstecken gilt sowieso nicht, Mann und Maus verteidigen auch nicht. Wir müssen auch da unsere Chance suchen. Weil wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Sagt jetzt als zu Preußen Münster, wo haben Sie Stauden erkannt bei der Mannschaft? Ja, Sie haben erstmal eine ganz gute Heimstärke. Da haben Sie Qualität, haben im Mittelfeld mit Philips, mit Laprefotte und Bischoff drei sehr, sehr gute Mittelfeldspieler, die alle Qualität nach vorne haben, haben mit Kara einen Stürmer auf der linken Seite, der eine Menge im 1 gegen 1 machen kann, und insofern haben sie mit Reichwein, das war glaube ich schon ziemlich lange her, als er hier war, aber trotzdem eben auch ein Torjäger, der immer ein Tor machen kann,
Also offensiv schätze ich sie eben sehr stark ein, mit Hoffmann auf der rechten Seite, individuelle Spieler, 1 gegen 1 Spieler, Schnelligkeit, also alles im Boot drin, um gut Fußball spielen zu können. Und insofern ist die Mannschaft individuell sehr gut einfach besetzt. Ja, aber kann man denn auf der anderen Seite nicht auch sagen, das kommt ihrer Mannschaft natürlich ein bisschen entgegen. Ne? Münster muss ja in der Tat gewinnen, also ist ja in deren Situation ganz klar zu wenig. Der VfR steht gut hinten, hat das ja auch gegen Dynamo bewiesen und kann stark kontern. Eigentlich doch so ein bisschen ein Spiel wie gemalt für den VfR, oder? Oh, gemalt ist immer schwierig zu sagen, gemalt, aber ich glaube, dass es eben sehr wichtig ist, dass wir gut stehen müssen. Wir haben das gemerkt, dass wir jetzt nicht in jedem Spiel 30 Tore machen, sondern wir müssen uns auf die Stärke gut zu stehen. Die ist sehr, sehr wichtig, die wird auch in Münster ausschlaggebend sein und müssen dann aus dieser Situation heraus beim Ballgewinn eben genau einordnen, welcher Ball der erfolgreichste ist, der direkte Konter oder eben den Ball etwas zu beruhigen und dann so in die Räume nach vorne zu kommen. Und ich denke, dass die uns nicht so den Gefallen tun werden, einfach so spielen, wie wir das jetzt gerade geschildert haben. Die haben sicherlich auch noch eine Idee, die sie gegen uns anwenden werden. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach in dieser Situation gut stehen müssen, unsere Möglichkeiten nach vorne suchen müssen, nicht verstecken. Und dann haben wir eine Chance, was mitzunehmen. Und wir müssen eben darauf auch spielen. Wir sind nicht Bayern München, dass wir 2-0 hinten liegen können. Und dann gewinnt man auch 4-2. Das ist sicherlich auch mal möglich, aber wenn man ganz ehrlich ist, sind wir da im Offensivbereich nicht so top ausgestattet. Und insofern müssen wir immer sehen, wo die Stärken liegen, aus diesen Stärken nach vorne spielen und versuchen dann aber trotzdem, ja, Ziel immer, was ich gesagt habe, Punkte holen. Und wenn es 3 werden, das ist überragend. Wenn es 1 ist, dann freue ich mich auch sehr darüber. Dann sind wir wieder ein Stück weiter in unserem Ziel. Und insofern denke ich, dass wir gut aufgestellt sein werden, aber auch ein schweres Spiel auf uns zukommt.